Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Im letzten Video haben wir erfahren, was Midjourney ist und wie man es benutzt. Wir haben erfahren, wie man Prompts korrekt und effizient erstellt und haben uns überlegt, wie man Prompts für faule Benutzer oder Anfänger erstellt. Wir haben überlegt, welche Befehle dafür verantwortlich sind und wie sie die Bildqualität beeinflussen, welche Arten von Prompts es gibt und viele wichtige Informationen über dieses neuronale Netz. In diesem Video zeige ich Ihnen mehrere Dienste, die eine Alternative zu Midjourney darstellen, ihr eigenes Publikum haben und bereits an Bedeutung gewinnen. Lassen Sie uns mit Creator Ninja Fan Studio beginnen. Creator Ninja Fan Studio hat eine schöne und einfache Schnittstelle. Es gibt die Möglichkeit, sowohl vorgeschriebene Einstellungen vorzunehmen, als auch Prompt einfach zu schreiben. Fügen Sie unser Prompt hinzu und warten Sie auf das Ergebnis. Unser Bild ist generiert worden. Wie Sie sehen können, ist die Qualität der Erstellung nicht so gut wie bei anderen Diensten. Die Ressource verfügt jedoch über eine kostenlose Version, die zwar in ihren Funktionalität etwas eingeschränkt ist, aber dennoch die Möglichkeit bietet, bei Bedarf ein nicht allzu kompliziertes Bild zu erstellen. FindFinder.ar. Folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung und Sie werden die Hauptseite der Website sehen. Wir müssen uns hier nicht registrieren, wir können sich auch ohne einen Konto nutzen. Fügen Sie unsere vorbereitete Prompt hinzu und klicken Sie auf diese Schaltfläche. FindFinder erzeugt mehrere Bilder, aus denen wir das Beste auswählen. Wenn Sie nach unten scrollen, werden mehr und mehr Bilder generiert, bis Sie das gewünschte finden. Das ist ziemlich praktisch. Für eine kostenlose Ressource erfüllt FindFinder seine Aufgabe gut und die Bilder sind von guter Qualität. Aber um genau das zu bekommen, was Sie brauchen, müssen Sie eine detaillierte Eingabeforderung schreiben. Als nächstes haben wir MainSpace. Klicken Sie auf View Option und sehen Sie sich die verfügbaren Tarife an. MainSpace bietet sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Abonnenten an. Wir können sehen, dass es Bildeinstellungen gibt, wie zum Beispiel das generierte Modell, das Seitenverhältnis. Anzahl der Generierungsschritte. Je mehr Schritte, desto besser wird das Bild. Wählen Sie die gewünschten Erstellungen und fügen Sie das vorbereitete Muster hinzu. Drücken Sie die Eingabetaste. Das Bild wird erzeugt. Das ist das Ergebnis, das wir erhalten haben. Wenn Sie die Taste herumdrücken, können Sie mit diesem Prompt ein weiteres Bild erzeugen. Wie Sie sehen können, erzeugt MainSpace kein so hochwertiges Bild, wie wir es gerne hätten, aber es versteht die Angabeforderung gut. Es ist möglich, eine unendliche Anzahl von Bildern zu erstellen. Wenn Sie jedoch ein besseres oder detaillierteres Bild erstellen möchten, müssen Sie ein Abonnement erwerben. Gehen wir nun zu einer anderen Ressource über. Die nächste Alternative zu Midjourney ist Lexisa. Zuerst melden wir uns bei Google an. Klicken Sie auf die Registerkarte Generate und fügen Sie unser vorbereitetes Bild ein. Wir können das Seitenverhältnis des Bildes anpassen. Lexisa generiert mehrere Bilder, aus denen wir wählen können. Wir können sehen, dass die Bildqualität recht hoch ist. Wir wählen das Bild aus, das uns gefällt.
Jessica erledigt seine Aufgabe sehr gut, er hat aber nur eine begrenzte Anzahl von freien Generationen, 100. Die Qualität der generierten Bilder ist recht hoch. Und das letzte neuronale Netzwerk, das ich Ihnen zeigen werde, ist Blue Neuro, das mit Journey am ähnliches ist, aber wir brauchen Discord, um es zu benutzen. Folgen Sie dem Link zu Blue Neuro in der Videobeschreibung und klicken Sie auf die Schaltfläche Join the Free Beta. Wir werden dann zu Discord weitergeleitet. Treten Sie der Blue Neuro Community bei und wählen Sie einen der Räume, Rocky, es kann unter jede Nummer sein. Im Chat geben wir den Befehl Image ein, fügen unser Prompt hinzu und drücken die Eingabetaste. Das Bild wird generiert. Wir sehen, dass wir 4 Bilder generiert haben, wählen das Ergebnis aus, das uns am besten gefällt und genießen das Ergebnis. Blue Neuro ist fast identisch mit Midjourney. Die gleiche Funktionalität, sogar der Befehl, ein Bild zu erzeugen. Aber im Gegensatz zu Midjourney ist diese Ressource absolut kostenlos. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wir haben also mehrere alternative Ressourcen zur Erzeugung von Bildern mit Hilfe künstlicher Intelligenz untersucht. Und obwohl die meisten von Ihnen kostenlos zu benutzen sind, versteht jeder von Ihnen den von Ihnen geschriebenen Prompt auf eine andere Art und Weise. Dementsprechend ist auch die Qualität des Bildes unterschiedlich. Midjourney, obwohl kostenpflichtig, wird das, was Sie brauchen, detaillierter erzeugen. Bitte beachten Sie auch, dass die beschriebenen Ressourcen zur Erzeugung von Bildern mit künstlicher Intelligenz, obwohl sie eine kostenlose Version haben, die volle Funktionalität nur durch ein Abonnement offenbaren. Das heißt, die kostenlosen Versionen sind nicht in der Lage, Bilder auf Midjourney-Niveau zu erstellen. Sie können jedoch verwendet werden, um einfache Bilder zu erstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentare unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.